Kann es sein, dass die Aktienmärkte die Gefahr, die derzeit durch das Coronavirus ökonomisch wie auch in vielerlei anderer Hinsicht ausgeht, maßlos unterschätzen? Ich glaube ja, und damit herzlich willkommen zum Marktgeflüster, meine Damen und Herren. Es ist so, dass die Aktienmärkte sich sagen, naja, wir gucken in die Vergangenheit, schauen wir uns mal an, 2003 SARS, Ebola, diese ganzen Geschichten, war schnell wieder vorbei, temporärer Effekt, Mund abwischen, weiter. Das sind Sachen, die uns nicht lange beschäftigen werden. Vielleicht aber ist es diesmal anders und vieles deutet darauf hin, dass es anders ist. Das zumindest sagen jetzt immer mehr berufene Experten, dass es eben nicht so sein wird, dass diese ganze Geschichte schnell vorbeigeht. Temperaturanstieg und schon zack, bums, ist die Geschichte erledigt. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Schauen wir uns die Dinge mal an im Detail. Was hier zu erwähnen ist, wir sehen zum Beispiel, was Peking heute verkündet hat, die Stadt Peking, dass alle Rückkehrer in die Stadt erstmal 2 Wochen in Quarantäne müssen, also 2 Wochen die Wohnung, das Haus nicht verlassen dürfen. Das heißt faktisch, dass Peking mindestens weitere 2 Wochen ziemlich komplett stillsteht. Insgesamt verschiebt sich der Zeitraum, in dem sozusagen hier die ökonomische Aktivität wieder wirklich anläuft, immer weiter nach hinten. Wir haben heute gehört, Lufthansa hat jetzt erstmal absehbar bis April die Flüge, Ende April die Flüge gestrichen. Das heißt, es wird bis Ende April auch faktisch kein Geschäftsverkehr mehr stattfinden mit China. Die Lieferketten werden damit praktisch erstmal durchschnitten. Das muss man sich in der Konsequenz einfach mal vorstellen. Hier warnt zum Beispiel der Harvard Public Health Professor Mark Lipsitch in einem Artikel des Wall Street Journal, dass im Worst Case 40-70% der Weltbevölkerung betroffen sein könnten. Wir hoffen, dass es so nicht kommt. Das wäre ein wirkliches Drama. Aber wir sehen, dass eben die Dinge so sind, dass zum Beispiel hier die Briten sagen auch, wir sehen derzeit etwa die Erkennungsquote von Coronavirus-Fällen in China so bei 10% oder weniger. Das heißt, da ist noch jede Menge wahrscheinlich an Dunkelziffer, was da noch auf uns zurollen kann. Und wenn wir mal nach Peking schauen, dann sehen wir, da passiert gar nichts. Heute ja Valentinstag, der normalerweise in China sehr stark gefeiert wird, wo die Leute ausgehen. Totenstille, wie hier auch Hu Xixin moniert, der sagt, es ist wirklich wie ausgestorben, dieses verdammte Virus, hoffentlich geht es bald vorbei. Es sieht aber eben nicht so aus, denn wie jetzt der Chef der CDC, der Direktor der CDC, das ist der amerikanische Seuchenbekämpfungsbehörde, gesagt hat, wir wissen zu wenig noch über dieses Virus. Dieses Virus wird mit uns sein, über diese Jahreszeit hinaus, über das Jahr hinaus. Also nicht nur jetzt ein bisschen noch im Winter und dann ist es vorbei, sondern sagt, es wird wahrscheinlich länger dauern als das gesamte Jahr 2020 und möglicherweise wird es da Community-Based Transmissions geben, also sozusagen Überspringe dieses Virus von Community zu Community. Das sind natürlich schon mal ganz andere Perspektiven. Und wenn wir uns mal anschauen, Aktienmärkte derzeit auf Allzeithoch, vor allem der Chipsektor auf Allzeithoch. Heute zum Beispiel ein neues Allzeithoch beim Chiphersteller, US-Chiphersteller Nvidia nach Zahlen. Und schauen wir uns mal an, wer von diesen amerikanischen Chipherstellern am meisten Exposure, am meisten Revenue, am meisten Umsatz in China macht. Dann sehen wir Qualcomm über 60%, dann eine Micron, Broadcom, Texas Instruments, aber auch noch eine Nvidia mit weit über 20%. Mindestens das gleiche nochmal in Taiwan. Das heißt, dort, wo derzeit kein Absatz mehr passiert, da generiert man 20% Umsätze und das wird bedeuten, dass wir das bald in den Zahlen sehen werden, in Konjunkturdaten sehen werden, aber vor allem auch dann bei den Q1-Zahlen der US-Unternehmen sehen werden, nicht nur der US-Unternehmen, auch der deutschen, der europäischen, wo auch immer, lateinamerikanischen, überall werden wir das massiv sehen, aber die Aktienmärkte handeln auf Allzeithoch, weil sie sagen, naja, ist bald vorbei. Und wenn es nicht bald vorbei ist, dann wird es ein bisschen ungemütlich, denn dann stimmt was mit den Bewertungen und den ökonomischen Realitäten nicht mehr. Die Fed wird das nicht wegdrucken können. Das ist genau der entscheidende Punkt. Die Bullen sagen sich, oder die Perma-Fahnenstangen-Anhänger sozusagen, die sagen sich, naja, egal, Liquidität schüttet alles zu, aber ich kann mit gedruckten Dollars den Kollaps einer Wirtschaft nicht zudrucken. Das wird nicht funktionieren. Schauen wir uns mal die Fed an. Die hat es ja versucht, die kauft in Zeiten der Best Economy Ever Staatsanleihen wie wild. Jetzt sind sie nur noch 23 Milliarden Dollar entfernt von ihren Allzeithoch bei den sogenannten Treasury Holdings, also die Staatsanleihen, die die Fed selber kauft. Wir haben dann, und auch das ist sprechend, zum Beispiel jetzt die Situation, dass alle Laufzeiten der amerikanischen Staatsanleihen derzeit unter der realen derzeitigen Inflation rentieren. Das gab es sehr, sehr selten. Das gab es mal hier, als die Fed die Bilanzsumme reduziert hat oder begann, die Bilanzsumme zu reduzieren. Dann war ja so ein bisschen Panik
auch an den Aktienmärkten. Jetzt sind wir sozusagen bei 100% nach diesem Easing, nach dieser ultralaxen Geldpolitik, die jetzt auch die Fed eingeleitet hat, dass wieder alle Anleihen unter der Inflation rentieren. Und das ist eigentlich ein ziemlich gutes Umfeld für Gold, wie Ottavio Costa hier zu Recht bemerkt. Und wir haben jetzt vielleicht auch langsam ein Inflationsthema. Ich komme gleich zu den amerikanischen Wirtschaftsdaten heute, die durchaus wichtig waren. Gestern sehen wir, oder gestern hatten wir die Verbraucherpreise aus den USA, die pro Jahr jetzt weit über 2% steigen. Das Besorgniserregende ist aber, dass die Löhne der Amerikaner, nämlich der Lohnanteil oder der Anteil von Löhnen in diesen Verbraucherpreisen, gegen Null jetzt gelaufen ist im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, die Verdienste gehen nicht wirklich nach oben, aber die Inflation schon. Das heißt, da erleiden die Amerikaner reale Kaufkraftverluste. Und wenn wir uns das mal anschauen, wir hatten heute dann obere Grafik hier die US-Einzelhandelsumsätze in der Headline plus 0,3 wie erwartet. Vormonat allerdings auf 0,2 von 0,3 nach unten revidiert. Aber was für die Amerikaner besonders wichtig war, dass die sogenannte Control Group, das ist der Teil, der vor allem Konsumenten umfasst bei den Einzelhandelsumsätzen und der dann direkt ins BIP einfließt, dass der vom Vormonat auch revidiert wurde von plus 0,5 auf 0,2 und jetzt auf 0,0 gefallen ist. Das heißt, allein die Revision des Vormonats wird schon 0,1% BIP kosten und jetzt diese 0,0 dürfte dann noch ein weiteres 0,1% sein. Jetzt kommt noch Boeing obendrauf, schätzungsweise im ersten Quartal 0,5%, wenn nicht mehr. Dann kommt noch Coronavirus. Das könnte schon richtig saftig werden. Und das kontrastiert sowohl mit den Aktienmärkten als auch mit der Verbraucherstimmung in den USA. Wir sehen hier die Verbraucherstimmung und in Michigan auf dem höchsten Stand seit März 2018. Da ist Euphorie, da freut man sich und tanzte weiter auf dem Vulkan. Was haben wir noch? Wir haben zum Beispiel interessanterweise massive Zuflüsse in die Anleihemärkte. Bondfunds haben, wie die Bank of America Merrill Lynch festgestellt hat, oder die misst ja solche Kapitalströme, massive Zuflüsse jetzt erlebt, während gleichzeitig die Buybacks, hier obere Grafik, deutlich geringer sind, also die Aktienrückkäufe deutlich geringer sind als in den Vorjahren. Hier sind die Vergleiche, hier sind die ersten beiden Monate Januar, Februar deutlich unterhalb des Fünfjahresdurchschnitts, den wir da gesehen haben. Also einer der maßgeblichen Treiber fällt auch weg, nämlich die Aktienbuybacks, weil die Unternehmen schon bis teilweise über beide Ohren eben eigene Aktien gekauft haben und das nicht selten eben noch auf Kredite. Was haben wir noch? Wir haben dann zum Beispiel abschließend hier vielleicht noch McDonald's, ein Unternehmen, das eine negative Eigenkapitalquote hat und nur aus dem laufenden Geschäft lebt. In China passiert jetzt zum Beispiel schon wenig laufendes Geschäft. Okay, ist nur China, aber stellen Sie sich mal vor, das Ganze wird in den USA passieren. Dann ein Unternehmen, das vorwiegend eigene Aktien zurückkauft, ein Unternehmen, dessen Umsatz und Gewinn nicht gestiegen ist seit 2012, aber die Aktie hat sich mehr als verdoppelt in diesem Zeitraum. Und wenn dann plötzlich aus dem laufenden Geschäft dieses negative Eigenkapital nicht mehr ausgeglichen werden kann, dann kann es ungemütlich werden, einfach nur mal, um das Potenzial zu zeigen. Was wir hier sehen, das ist der Nasdaq 100 und man hat sich so ein bisschen entfernt von den Allzeithochs. Noch ist nicht viel passiert. Man muss wissen, am Montag ist der President's Day in den USA. Märkte sind also zu. Wir haben jetzt ein ziemlich langes Wochenende also vor uns. Die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren, Sie ahnten es bereits. S&P 500 3372. Der DAX hat relativ wenig gemacht heute. Man ist so knapp unter der 13.800er Marke ein bisschen hin und her gewabert. Ein neues Allzeithoch, aber so richtig Schwung kam nicht. Aktuell 13.737. Wir sehen, dass der Euro nach wie vor ein bisschen depressed ist hier. 1,0840, hier tiefster Stand seit 2,5 Jahren. Wir sehen, dass Gold jetzt nach oben geht, 1583. Ich hatte vorhin diese Zinskurve oder die Anleihen gezeigt und die Inflation. Und wir sehen das amerikanische Crude Oil, $51,93. Also die Aktienmärkte, nach meiner Auffassung, Sie können eine andere haben, natürlich unterschätzen die Gefahr maßlos. Andere Märkte wie die Anleihenmärkte zeigen das bereits an. Und hier sehe ich ein riesiges Potenzial. Wenn diese Erwartung der Aktienmärkte nicht eintrifft, dann könnte es schwierig werden. Jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende und sage Servus und Ciao.